Hallo ihr Lieben, ich bin heute mit meiner Herbstdeko beschäftigt. Wir waren mit den Kindern schon im Wald gewesen und haben ganz viel herbstliche Materialien gesammelt. Moos und Beeren und verschiedene Sträucher. Und daraus habe ich jetzt schon ganz viel an Herbstdeko gebastelt. Da habe ich schon im Wohnzimmer mein Sideboard dekoriert und so ein Gesteck für den Tisch gemacht. Und jetzt möchte ich noch einen Kranz basteln. Und für den Kranz habe ich mir jetzt schon einige Pflanzen eingekauft im Baumarkt. Und zwar Heide und Sedum und diesen Stacheldrahtblume oder wie das hier heißt. Und hier habe ich noch Beeren gesammelt. Die habe ich getrocknet. Ja, ich hoffe, das gelingt mir. Ich mache das zum ersten Mal. Schaut mir doch einfach dabei zu. Ich sehe dich, Mama. Mal gucken, wie es wird. Ja. Na, du siehst mich? Was machst du da auf dem Boden? Ja, den Kindern ist langweilig. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die haben heute schulfrei gehabt. Hier ist wir nicht haben langweilig. Brückentage. Hier ist nicht langweilig. Zum Tag der Deutschen Einheit haben wir jetzt zwei Tage vorher noch frei. Und Philipp spielt mit seinem Feuerwehrwagen. Das hat er auch noch zum Geburtstag bekommen, ne? Da kam heute nochmal nachträglich ein Paket aus Lüneburg an. Da hat er seinen Feuerwehrwagen drin gehabt. Gefällt dir dein Auto? Ja. Toll, ne? Philipps andere Geschenk ist noch gekommen vom Onkel Alexander und Tante Julia und Opa. Und die Post hat es gerade vorbeigebracht. Und ich habe es jetzt zusammengebaut. Mit Romy zusammen. Und jetzt wollen wir mal drauf drücken. Und mal gucken, ob er jetzt da rauskommt aus dem Wohnzimmer. Und erkennt, was hier los ist. Jetzt machen wir mal an. Feuerwehr, ne? So, die Heide werde ich jetzt erstmal hier oben abschneiden, damit ich gleichmäßige Stückchen habe, Heile habe. Ich habe früher immer so gerne gebastelt in der Schule und dekoriert und in Werken habe ich immer ganz gerne gearbeitet. Und seitdem die Kinder da sind, habe ich keine Zeit, irgendetwas zu machen. Ich sehne mich so danach, irgendetwas zu dekorieren, zu basteln. Mama, Mama. Ja, dieses Jahr habe ich gesagt, ich mache, egal. Wie, ob ich Zeit habe oder nicht, dieses Jahr will ich was machen. Mir ist echt danach, etwas zu machen. Hier sind Bäume. Für mich sind das Bäume. Bäume? Ja. Ich spiele doch schon die ganze Zeit. Na, Romy, was ist los? So, ich habe mir die Blumen jetzt alle in gleichmäßig lange Stücke geschnitten. So habe ich sie mir vorbereitet. Und jetzt brauche ich Draht. Dazu habe ich mir so etwas dickeren Draht gekauft. Den werde ich jetzt zu einem Kreis binden. Und dann habe ich mir noch so ganz feinen Draht, Wickeldraht gekauft. Damit werde ich jetzt die Blumen um diesen großen Kreis hier binden. Ich nehme mir jetzt so eine runde Schüssel hier, damit ich ein Maß habe. Mama, Achtung! Ja.
Und ihr habt bei dieser ganzen Herbstdeko keine Ruhe. Ich möchte das alles runterholen, was ich da schon dekoriert habe. Ich möchte das angucken und probieren alles, ob das auch noch was schmeckt. Na? So, ich habe mir jetzt aus dem Draht so einen Kreis hier gebunden. Dafür habe ich dann den Draht hier 3-4 Mal umgebunden und festgemacht mit anderem Draht hier, sodass ich einen schönen Kreis habe. Das wird jetzt meine Form sein. Den könnt ihr beliebig groß machen, wenn ihr das nachmachen wollt. Da kann man kleine und große Kreise machen, je nach Größe. Ich habe jetzt schon ein bisschen hier angefangen, damit ihr seht, wie es ungefähr aussehen wird. Ich muss mir jetzt immer von jedem Stückchen, das ich jetzt hier so im Kranz drin haben möchte, ein bisschen nehmen, von jeder Pflanze. Die lege ich dann so übereinander. Immer etwas Unterschiedliches. Mal das eine, mal das andere. Ja, muss ich immer gucken, dass ich schön abwechselnd hier arbeite, damit ich einen schönen, bunten, abwechslungsreichen Strauß habe. Ja, so. Und noch ein bisschen davon. Ja, und dann, wenn ich so ein kleines Sträußchen hier voll habe, dann lege ich das hier so auch auf den Draht drauf und wickel das mit dieser dünnen Spule, Drahtspule, so 2-3 Mal um. Schön festmachen, damit das nicht abfällt, nicht auseinanderfällt. So. Und dann nehme ich mir wieder das nächste Sträußchen und mache mir ein neues, das ich dann auch gleich wieder drum binden kann. Das ist eine schöne Arbeit. Schön entspannend. Und das Ergebnis ist herrlich. Immer einmal ein bisschen nach links legen das Sträußchen, einmal nach rechts legen, sodass wir auch von beiden Seiten einen schönen festen Strauß haben. Schönen dicken Strauß haben. Mama, sieht voll schick aus. Sieht das schön aus? Ja, wenn wir gleich einen schönen dicken Strauß haben. Ne? Ja. So, ich bin jetzt einmal schon fast ganz rumgekommen. Das letzte Stückchen fehlt noch, ja. Am Ende wird es ein bisschen fummelig hier, bis man, ja, das Ende hier zusammenzukriegen ist ein bisschen schwer. Hm, mal gucken, was man nimmt hier. Aber ich glaube, der ist fürs erste Mal, finde ich, ganz gut geworden. Mhm. Was sagst du, Philipp? Gut. Ist gut geworden? Mhm. Na, guck mal, ich will erstmal so machen. Er kommt heute an die Wohnzimmertür dran. Ich muss mir noch eine Schleife aussuchen. Ich habe ganz vergessen, eine Schleife zu kaufen. Aber ich hoffe, ich finde oben noch was bei mir auf dem Dachboden. Ja. Das gefällt mir. Ich liebe den Herbst. Ich liebe den Herbst. Danke. Erst so. Der Herbst ist die schönste Jahreszeit. Nein. Der goldene Herbst, ja? Der goldene Herbst. Nicht der nasse verregnete, sondern der goldene, sonnige Spätsommer, Herbst. Der silberne. Goldene ist der Sommer. Der goldene Sommer. Ich habe tatsächlich noch was gefunden auf dem Dachboden. Ein bordeauxfarbenes Band, so ein Korkband, Paketband und so ein cremefarbenes. Mal gucken, was ich jetzt nehmen werde davon, was am besten passt. Also ich finde, der passt richtig in den Herbst hinein, dieser Strauß. Ich finde, der dieser Kranz. So, mein erster selbstgemachter Kranz ist fertig. Ich habe jetzt so eine rote Schleife dran gemacht. Mit Haarspray eingesprayt, genau, Philipp hat mir geholfen.
bisschen was ist da übrig geblieben, aber nicht viel. Und den Rest habe ich verbraucht. Sehr schön. Den werde ich jetzt wohl an irgendeine Tür aufhängen oder auf irgendeinen Tisch legen. Mal sehen, wo es mir am besten gefällt. Ja, wir kommen voran in der Herbstdeko, ne, Philipp? Ja. Also meine Herbstdeko im Wohnzimmer ist jetzt fertig. Den Kranz, den habe ich hier auf den Tisch gestellt. Da habe ich noch ein großes Reh und ein sitzendes Reh hineingestellt. Ja, ich habe aus der Schleife, die ich dran gemacht habe, nochmal so ein Bändchen raushängen lassen, eins in die Mitte. Hier fand ich es jetzt doch etwas schöner, weil der Kranz so groß geworden ist. Ich habe dann nochmal einen kleinen für die Tür gemacht. So einen hier, den habe ich jetzt hier an die Tür gehängt. Und das hatte ich hier gestern schon mit den Kindern zusammen gemacht. Die Kürbisse sind aus unserem Garten. Der ist dort gewachsen, schön grün und der Orange und der Gelbe auch. Die Sträucher hatten wir gestern mit den Kindern gesammelt. Da waren sie durch den Wald gelaufen und das hatten wir auch mit den Kindern gemacht hier. Da haben wir so eine Baumrinde gefunden im Wald und haben Moos reingelegt und haben Beeren verschiedene reingelegt und kleine Pilze aus Holz reingelegt. Und die Tannenzapfen, ist ganz süß geworden. Ja, und hier sind nochmal die Sträucher. Und hier habe ich ein Bild hingestellt, das hat Roman selbst gemacht. Das hatten wir geschossen, als wir in Lindau waren, dort am Brunnen. Und dann hat er ein Bibelvers dazu geschrieben und hat das hier hingestellt. Und das hatten wir auch gestern im Wald gesammelt. Da habe ich auch Tannenzweige reingelegt und Moos und ein paar Beeren. Und das habe ich alles in der großen Schale so hineingelegt und hier auf den Tisch gestellt. Ja, das ist meine Herbstdeko. Das ist jetzt erstmal das Wohnzimmer gewesen. Ich möchte dann auch noch in der Küche die Fensterbank dekorieren und auch noch im Essbereich die Fensterbank dekorieren. Ja, das zeige ich euch dann beim nächsten Video mal, wenn das alles fertig ist. Für heute bin ich durch. Genug Kränze gebunden, genug dekoriert. Das reicht jetzt erstmal. Morgen kommt meine Mama zu Besuch. Die wird eine Woche hier bei uns bleiben. Und nächste Woche habe ich Geburtstag und bis dahin möchte ich hier noch alles fertig dekoriert haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen, wie ich hier alles so in Herbststimmung gebracht habe zu Hause. Und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was ihr nachbasteln möchtet. Es ist auf jeden Fall nicht schwer, geht ganz einfach und der Effekt ist echt riesig. Okay, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.